Das ist von Errol Ozon, auch 94, die Leute. So eine behinderte Frau. Und das sind alles wohl wahrscheinlich Errol Ozons Familie, die mit Sema Yildiz, Diyarbakır wohl in Deutschland Kokain und Regierungsbetrüger gemacht haben und Kinderfickerei. Und die anderen sind mit dir. Ach so, Gedik ist auch aus Samsun. Nur seine Frau ist aus Yozgat, soll ich mal so sagen, damit die dann so Sorgenpolizei arbeiten. Und die sind ja die Familie von Tuna-Familie. Und die sind ja auch irgendwie von Eschweiler. Und die waren ja auch dort in Spanien, haben Kinder gefickt, vergewaltigt und so. Und ja, und das sind die Mitglieder von, also diese Wohnung komplett. Diese Muhtarolo, das sind die Mitglieder von Mannheim, von Cumali Paşaymaz und Mukatter Paşaymaz. Und die waren ja auch 94 in Spanien, Kinder vergewaltigt, Kinder gefickt und diesen terroristischen Plan gemacht. Was ich sagen will, Yale, KURD, Çağlıoğlu, ja, sag ich mal so, aus Samsun, die waren dort 94 und haben erzählt, wenn einer sie verratet, wollen sie dann Amerika bombardieren. Mit ihren Deutschland, Spanien, Brasilien und Türkei mit Tätern und Kyrgyzstan und so. Und das haben sie ja dann gemacht. Und Yale, KURD, Çağlıoğlu ist ja mit Mustafa Çiftçi aus Denizli verheiratet. Und ich denke mal, neben Errol Uzun und so hier sind genau die Leute von dieser Hierarchie, die so mit Kopfwickereien so die Leute verarschen, weil sie ja in Deutschland neue Mitarbeiter haben bei Gericht in Mannheim, Düsseldorf und so. Und die ficken ja die Kinder, gute Kunden, und ziehen Kokain und natürlich machen die denen dann ein schönes Gefallen und tun einfach mal die Leute unschuldig ins Gefängnis reinstecken. So viel Fallbeispiel, wie sie es bei mir gemacht haben. Ja, damit sie dann legal wieder weiter Kinder ficken und Kokain ziehen können und so mit den Brasilianern, Spaniern und Marokkanern. Ne? Und das Menschenleben ist ja total egal für Deutsche, Reich. Deswegen verschleppt sie das auch, ja, weil sie noch weiß, dass sie verschuldet ist und ihre Arbeit verlieren kann. Und deswegen sagen die, ach, ist doch egal, das sind doch nur Menschen und Ausländer. Wir haben ja schon die Marokkaner wieder mit ihren Brasilianern und den Spaniern wieder bei uns im Gericht Frankfurt am Main und international Deutschland wieder eingesetzt. Wenn einer wieder Deutschland und Marokko und Spanien und Brasilien und Bulgarien und Türkei verratet, dann geben wir ihn SV und Sicherheitsverwahrung. Ansonsten würde ja es gar kein Kokain mehr auf der Welt geben, keine Kinder, die man ficken kann und auch kein Blut mehr, die man trinken kann, sozusagen. Also Deutschland so in solchen Sachen. Das ist Terrorismus und ihr seid Terroristen, weil ihr immer noch verschleppt und mich nicht freispricht. Ende.